Grüß Gott, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, auch wenn Ihnen das Herzerl dabei wehtut. Ab Juni ist der FC Linz nur mehr Geschichte. Nicht nur die Spieler, auch die Vereinsformen werden vom LASK geschluckt. Resultat dieser Fusion ist eine hoffentlich schlagkräftigere Mannschaft und einzig und allein die schwarz-weiße Flagge. In einer knapp 40-minütigen Pressekonferenz hier im Ramada Hotel in Linz wurden soeben die Vertreter der oberösterreichischen Medien von der Fusion des LASK mit dem FC Linz informiert. Eine Fusion, die schon lange im Gespräch war, in dieser Form aber schlussendlich doch sehr unerwartet war. Die Fusion der beiden Vereine, die sich ja durch die letzten Jahre immer wieder abgezeichnet hat, um für die Presse das attraktiv zu machen, haben wir die Fusionsvereinbarung wie jetzt und hier unterschrieben. Der Sinn und Zweck der Fusion ist, kurz gesagt, die, dass wir die beiden Potenziale, die die beiden Vereine haben, zu einer schlagkräftigen Einheit zusammenführen wollen. So eröffnete LASK-Anwalt Sachsinger die Pressekonferenz, in der das Ende des FC Linz bekannt gegeben wurde. Der LASK hingegen bleibt in der jetzigen Form bestehen. Bei uns kann es in der Generalversammlung keine Möglichkeit geben, die Fusion in der vorliegenden Form abzulehnen. Es gibt auch keine Generalversammlung dazu. Ist das der Freistaatsbeschluss? Das ist rechtlich möglich, ja. Warum? Ja, das ist ganz einfach, weil es zu keiner Namensänderung kommt und zu keiner Änderung der Form. Großer Gewinner der Linzer Fusion ist neben dem SCN Admira Wacker, der sich so in die Relegation mogelt, also der LASK. FC Linz-Boss Franz Grad fühlt sich aber dennoch nicht als Verlierer. Glauben Sie nicht, dass wir uns hersitzen und sagen, wir löschen jetzt einen Verein aus. Nein, wir wollen angescheiden. Es geht nur mit einem Club und wir haben jetzt das Glück, dass sowohl beim LASK wie bei uns Leute hier rüben sind, die das vernünftig gestalten wollen. Aus einem Verein. Und glauben Sie mir das, mir ist das vollkommen wurscht, ob meine Spedition Transdanubia gerade oder sonst wie heißt. Und so muss es beim Fußball auch sein. Er hat die größere Tradition, die hat er, das ist bewiesen. Mit 51%. Das ist erledigt für mich, das ist der Markenname. Wenn ich eine Firma kaufe, die bekannter ist als ich, war ja Noah, wenn ich den Namen nicht nennen würde. Gerade Sie müssen wissen, was ein Firmen... Namen für den Wert. Und so ist es. Das ist es. Das ist eine wirtschaftliche, sportliche Entscheidung. Kein Zuckerschlecken für die blau-weißen Fans, denn der FC Linz wird in keiner Art weiter existieren. Irgendeiner Form. Nein, es muss jetzt so gehen. Parodierverein oder Schnaps. Ja, eventuell, nein, nicht, ja. Die Entscheidung der beiden Vereinsbosse, künftig gemeinsame Sache zu machen, fiel ebenso überraschend wie kurzfristig. Das erste Gespräch hat vorige Woche am Montag stattgefunden. Und das ist eigentlich sehr kurzfristig über die Bühne gegangen. Und wir haben also jetzt innerhalb einer Woche uns geeinigt, hier gemeinsam einen Club zu machen. Für einen Großclub, LASK Linz, wird die Öffentlichkeit die Latte natürlich sehr hoch ansetzen. Wo setzen Sie die sportlichen Ziele an für die kommende Saison? Ja, so schnell wird es nicht gehen. Wie Sie wissen, im Fußball, das dauert alles seine Zeit. Und man kann das zwar planen, aber... Was dann wirklich herauskommt, gehört auch sehr viel Glück dazu und vor allem heuer im ersten Jahr wird sich jetzt sicher nicht sehr viel ändern, da das Geld auch noch nicht zur Verfügung steht, um also jetzt spektakuläre Neuverpflichtungen durchzuführen. Die sportliche Führung des LASK, sprich Trainer Rausch, Manager Hagmeier, bleibt bestehen? Die bleiben bestehen. Es schaut ja nicht nach einer Fusion aus, sondern mehr nach einer Übernahme. Was wird de facto vom FC Linz überbleiben? Nein. Das ist wirklich eine Fusion. Eine Übernahme hätten wir nicht zugestimmt. Also das muss man schon so sehen, dass die Ressourcen beider Vereine sich ergänzen und man eigentlich nicht doppelgleisig fahren kann auf ewig. Das gibt das wirtschaftliche Potenzial in Linz nicht her. Der FC Linz hat voriges Jahr sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Den 51. Geburtstag hat der Verein nicht erlebt. Sind da Sentimentalitäten angebracht? Nein. Es werden Ehen geschieden auf 25, nach 50 Jahren. Also das ist also wirklich, das sollte keine Rolle spielen. Schön, dass es 50 Jahre ein FC Linz oder die Föß gegeben hat. Wie wird der Franz Grad weiterwirken im Großclub? Still. Tiefere Wunden als beim Präsidenten reißt die Fusion bei so manchen eingefleischten FC Linz-Fan auf. Man reißt uns, vor allen Dingen auch mir, ein großes Stück meines Lebens aus dem Leib. Also immerhin 20 Jahre bin ich Föst-Anhänger. Ich kann mich erinnern an einen großen SK Föst mit Willi Kreuz. Ich habe in Fuchsbichl mit Teamspielern. Wir waren Vizemeister, wir waren im Intertoto dabei, wir waren erfolgreich. Man hat uns über Nacht ausradiert und das ist das Traurige an dem Ganzen. Also es fehlt dem Verein seit einigen Jahren schon das Herz, was früher ein Herriner gehabt hat oder ein Herr Ruhaltinger
alles was nachher gekommen ist, Waschinger, Hinterölzl, Düsing oder leider heute Grad, die sind in dem Sinn keine echten Blau-Weißen mehr gewesen. Und das hat sich eigentlich, wenn man es genau nimmt, seit 1989 abgezeichnet, mit dem Abgang von Herrn Ruhaltinger, dass dieser Verein irgendwann einmal vor die Hunde gehen wird. Und leider heute ist es halt leider passiert.